aus. Damals habe ich dann auch noch, da hatte ich ja auch noch jahrelang angeheiratete Verwandten in Leipzig, Bitterfeld-Gegend. Und sie hat ja auch innerhalb kürzester Zeit angerufen. Die standen auch 4, 5 Tage. Also meine Eltern kamen am Wochenende und am Montag dann Marion, Hans-Günther und David. Nee, David war zu Hause, glaube ich, bei seiner Oma. Die kam jetzt, ja, und die waren dann übers also auch 2, 3 Tage bei uns zu Hause. Und mit denen dann, ich weiß ja noch genau, das war für sie auch. Man konnte sie einfach, man hat sich jahrelang geschrieben, Päckchen geschickt. Ich habe auch von denen Päckchen bekommen und alles, um dann sich wirklich kennenzulernen. Und ich weiß dann, hast du dann dein Land aus deren Perspektive gesehen. Weil Marion, bin ich das, war, hat ja vor kurzem erst aufgemacht, Bijoukaterie, glaube ich, hieß es damals. Ein Schmuckladen oder davor im Woolworth gewesen. Und bei diesem einen Laden, da stand Marion dort und ist einfach in Tränen ausgebrochen. Ich sage, Marion, was hast du denn? Was ist denn? Sie hat gesagt, diese Vielfalt. Alles, was es hier zu kaufen gibt, diese Angebote, die haben uns immer erzählt, das stimmt doch gar nicht. Das wären nur Propagandafilme. Und es ist wirklich wahr. So, solche Erlebnisse. Oder dann waren die weg. Ich weiß gar nicht, so in der Zeitraum ja auch, habe ich ja dann freiberuflich gekellnert. Gasthaus der Krone in Eschwege, wenn die Kinder bei ihrem Vater waren. Und dann wildfremd per Paar auch. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es sich. Ach, ich wollte den Brief mitbringen und die Brief habe ich aber vergessen. Die haben auch gesagt, sie waren ja den ganzen Tag schon hier und würden gerne noch bleiben, spontan. Und das haben so viele gemacht. Hab ich gesagt, ja, dann kommen wir mit nach Hause. Haben sie auch übernachtet. Und ich war einmal in Mühlhausen, aber wie gesagt, ich wollte ja die Namen mitbringen. Ich habe es aber. Und mein Vater, als er das gehört hat, ich sollte da, ach, Dieter hieß er. Ich sollte Dieter fragen, ob es irgendetwas von Amerika gäbe. Weil eben dieses auch, diese ganze Vielfalt und alles. Und er hat ihn eine Fliegerjacke besorgt und hat es mir geschickt. Und daraufhin habe ich es dann zu Dieter und Katrin hieß es, Dieter und Katrin, ja, mit nach Mühlhausen gebracht. Es war wirklich einfach einmalig.